Hallo, lieber Deutschlandwetter, in diesem Video schauen wir uns das Wetter in den kommenden Tagen mal ein bisschen genauer an. Denn es gibt jetzt erstmal in den nächsten Tagen viel Sonnenschein, bevor es dann am Freitag wieder neue Gewitter oder teilweise auch kräftige Gewitter aus Westen und Südwesten geben könnte, mit Unwettergefahr. Schauen wir als allererstes auf die Tagesmitteltemperatur vom gestrigen Tag und die sah wie folgt aus. Da hatten wir meist eine Tagesmitteltemperatur zwischen 13 und 15 Grad. Örtlich hatten wir auch eine Tageshöchsttemperatur von um die 20 Grad im Westen und Südwesten. Machen wir weiter. Schauen wir auf die Wetterlage vom heutigen Dienstag, den 2.5. Und die sieht wie folgt aus, dass wir sehr, sehr viel Hochdruck jetzt haben werden, nur im äußersten Norden. Dort haben wir Tiefdruck, der wird uns aber erstmal nicht so wirklich besonders beschäftigen. Werfen wir jetzt einen Blick aufs Wetter für die kommenden Tage und dort wird es dann doch relativ spannend. Erstmal viel Sonnenschein, dann Gewitter. Fangen wir an mit dem heutigen Dienstag. Und da hätten wir dann noch im äußersten Süden und teilweise auch im Osten ein paar teilweise auch mal kräftigere Schauer. Örtlich ist mal auch Blitz und Donner mit dabei. Und vom Westen kommt immer mehr die Sonne raus. Dazu hätten wir Temperaturen in 2 Metern Höhe oder die sehen wie folgt aus. Von meist ja, 8 bis 14, oder ja mal 15 Grad im Osten ähnliche Temperaturen. Blicken wir jetzt mal auf den Mittwoch. Dort wird es dann trockener, sonniger, aber auch einen Ticken milder. Also werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Mittwoch und der sieht wie folgt aus. Und da hätten wir viel, viel Sonnenschein. Einmal vor allem ab NRW südwärts. Im Norden ein paar dichtere Wolken, die es dort dann geben wird. Und es wird gar nicht regnen. Der ganze Tag bleibt einfach schön trocken. Dazu hatten wir folgende Temperaturen in 2 Metern Höhe. Einmal vom Westen und im Südwesten von teilweise 18 bis 21 Grad. Sonst hätten wir meist Werte zwischen 15 und 19 Grad. Also das wird schon eine etwas mildere Angelegenheit als am heutigen Dienstag werden, der morgige Mittwoch. Schauen wir jetzt auf den Donnerstag und da hätten wir auch im Westen vor allem recht viel Sonnenschein, während wir im Osten mit etwas dichterer Bewölkung zu kämpfen haben. Aber im Westen, Südwesten, wo es diesen Sonnenschein geben wird, werden wir auch recht milde Temperaturen haben, von meist 20 bis örtlich auch mal 26 Grad. Also es wird deutlich mild werden oder sehr mild werden. Und da kann man sich im Westen und Südwesten einfach in die Sonne legen und sich erstmal sonnen. Das wäre am Freitag dann nicht mehr möglich bei diesem Regen, denn vom Westen und Südwesten und im Südwesten, wie gesagt, kommen teilweise auch mal kräftigere Schauer, örtlich auch kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial aufgezogen. Dazwischen scheint zwar auch immer mal wieder die Sonne, aber das ist nicht so typisches Wetter für in die Sonne legen. Mit diesen Gewittern wären dann auch Sturmböen und Hagel möglich. Schauen wir auf die Cape-Werte am Freitag und die werden deutlich im Westen, einmal von NRW bis nach Baden-Württemberg und Bayern werden die Cape-Werte deutlich erhöht, mit meist ja, zwischen 300 und 500, örtlich auch im Südwesten 900 Kilojoule. Sonst, je weiter man nach Norden und Osten guckt, desto weniger warm wird es hier und desto eine geringere Luftmassenenergie haben wir dort. Schauen wir jetzt mal auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die sehen in Deutschland wie folgt aus. In ganz Deutschland erreichen wir Werte zwischen 18 und 23, örtlich auch mal 24 Grad, vor allem hier Richtung Rhein-Main-Gebiet, örtlich 23, 24 Grad. Dann schauen wir jetzt noch auf die Niederschlagsmengen, die bis zum Freitag beim Himmel kommen werden. Und da werden wir meist ja, im Nordwesten und Westen zwischen 9 und 20 Liter pro Quadratmeter erreichen, also zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter. Im Süden und Südwesten zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter, im Nordwesten gar nichts und im Rhein-Main-Gebiet ebenfalls kaum Niederschlag, meist nur 1 bis 5 Liter pro Quadratmeter. Zum Schluss schauen wir noch auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagssignale und die sehen wie folgt aus.
Da sehen wir hier diesen steilen Anstieg jetzt in Recklinghausen und dann hätten wir meist Temperaturen bei um die 20, hörte ich ja mal über 25 Grad. Dann geht es allerdings wieder bergab und dann pendeln wir meist zwischen Werten zwischen 10 und 20 Grad und dazu nehmen jetzt auch immer mehr die Niederschlagssignale zu, meist in Form von Schauern und Gewittern, die Niederschläge, die dann vom Himmel kommen. Das Ganze im Osten, hier bleibt es die ganze Zeit auf einer Länge, hier auch zwischen 10 und 20 Grad, in 2 Metern Höhe die ganze Zeit und auch hier nehmen die Niederschlagssignale in Form von Schauern und Gewittern immer wieder mehr zu. Und vor allem ab dem 7. Mai hätten wir immer wieder kräftige Schauer, örtlich auch mal Gewitter. Das sieht man, welches Potenzial in den nächsten Wochen hier in der Wetterlage steckt. Das schauen wir uns in den nächsten Tagen immer wieder im Wetter an und dieses Bild passt einfach am besten. Die Sonne scheint und im Hintergrund zieht einfach das nächste Gewitter auch schon auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschauen würdet. Macht's gut, bis dann und ciao.